Hey, ich bin Nico von Auftragsrat und du? Ich bin Tom von Auftragsrat. Tja, und uns habt ihr doch wahrscheinlich schon mal gesehen. Und zwar auf unserem Kanal, bei uns im Shop. Oder vielleicht sogar vor ein paar Tagen in London. Denn wir waren gerade jüngst in London und waren auf dem Brompton Kongress und auch sehr viel mit dem Brompton in London unterwegs, was uns eine Menge Spaß gemacht hat. Absolut. Da geht als erstes nochmal ein großer Dank an Brompton Deutschland raus. Das hat richtig viel gebracht, würde ich auch sagen. Wir haben das Werk besichtigen können. Wir haben viele nice Produktionspoints gesehen. Wir haben Schweißer kennengelernt, die seit über 20 Jahren dort, oder Löter, die Rahmen zusammenlöten und so. Und waren, also etwas, was ich mir durchaus auch von anderen Herstellern wünschen würde, weil es baut tatsächlich für dich. Also es baut auf dem Vertrauen, was wir schon haben, baut das nochmal drauf auf. Ja, was wir da an Hintergrundwissen mitbekommen haben und wie wir die Leute auch live gesehen haben, wie die dieses Top-Produkt einfach fertigen dort vor Ort, das hat mir persönlich nochmal oder uns nochmal so einen extra Push gegeben. Absolut. Also noch mehr Vertrauen. Absolut. Und daher haben wir uns entschieden, natürlich auch bei uns im YouTube-Channel das Thema Brompton zu behandeln. Und wir gehen zudem hin zu Use Cases. Was gibt es? Was holt euch ab? Da werden wir so ein bisschen eine Reihe bauen demnächst. Grundsätzlich stehen wir hier in der aktuellen Linienführung, so würde ich sie nennen. Und da hat sich ja, du verkaufst ja schon sehr, sehr lange Brompton, hat sich ja eigentlich in der Begrifflichkeit nur ein bisschen was verändert. Es gibt so vom Grundsatz her, weil die heutige C-Line war eigentlich über Jahrzehnte das Brot- und Butterfahrrad, das Stahlbrompton. Dann gab es das Superlight mit vorne und hinten der Titangabel. Mhm. That's it, das war's. Und jetzt sind halt noch dazugekommen die P-Line, die T-Line. Genau, und Sondermodellserie. Und was du da gerade berühren darfst. Ja. Genau. Wir stehen jetzt hier, also ich stehe jetzt hier in dem Fall an dem Chapter 3, Version Nummer 4. Fourth Edition. Die vierte Edition, genau. Und streng limitiert bei uns im Dealernetz. Also das heißt, wir haben gerade unsere Bikes bekommen, kann man schön hier sehen. So ein bisschen peppig abgehoben. Aber ist im Grunde ein P-Line-Bike. Ja? Und das mit einem flachen Lenker, einer schönen Kettenschaltung dran, super agiles Rad, macht super viel Spaß. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema, warum solltest du dich für einen Brompton entscheiden? Aus meiner Sicht haben wir ja nun wirklich die entscheidenden Brands bei uns drin als Falträder. Und nach jetzt dem Besuch in London muss man schon noch mal ganz klar sagen, hey, da ist echt was Phänomenales entstanden mit den Menschen dahinter und so. Und neben diesen Points, dass es super smart zu falten ist, ein kleines, kompaktes Baumaß hat, es ist halt einfach auch ein wahnsinnig hochwertiges Rad. Also preisstabil, wertstabil, alte Promptons kosten immer Geld. Genau, also und das ist auch das, was ich den Kunden auch immer mit auf den Weg gebe, wenn die dann im ersten Step dann sagen, 1, 8, 2, 2.500 Euro, und sagen, ist ja schon eine Menge Geld. Ja, ist so. Aber du bekommst ein Produkt, was, wenn du es pflegst, auch in 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren noch für Geld verkaufen kannst. Total. Ja. Und wir haben nun, also wir beide sind ja sonst auch Lastenradfahrer. Wir sind ja auf dem Loads von Riso Müller unterwegs. Wegen meinen Lasten, ja. Genau. Und wir sind jetzt in London, 3 Tage lang halt Brompton, ohne einfach pure durch die City gefahren. So 80, 90 Kilometer, das und, war schon. Das ist gut abgerissen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war halt einfach das schnellste Modul, nicht in der Bahn unterwegs sein. Es war halt einfach eine Mordsgaudi. Und da muss ich sagen, auch direkt wieder an den Punkt gekommen, hey, eine gute Kombination aus einem Faltrad und einem großen Fahrrad, die beide einsetzbar zu haben, finde ich persönlich sehr schön. Thema Electric beim Brompton ist ja mit einem geringeren Anteil immer noch verbunden. Aufgrund wahrscheinlich des Frontmotors und sowas. Und die Marke ist natürlich gewachsen aus einer normalen Faltdrahtmarke, Foldable Bike
Marke heraus und der Elektrikanteil wächst stetig mehr. Und in diesem Jahr ist die Elektrikline auch als P-Line verfügbar, also das heißt mit Titangabel und Hinterbau. Ganz genau, du sparst halt dann auch nochmal ganz gut an Gewicht. Ja. Hast dann auch die Viergang-Kettenschaltung nochmal, weil das Rad ist ja schon eine gute Symbiose aus Elektro und zu guter Letzt normalem Fahrrad. Du kannst ja entspannt über die 25 km/h hinausfahren, der Motor stellt super gut frei. Ja. Also perfektes total Fahrrad. Easy. Ja. Und man muss auch sagen, die ganze P-Line an sich, ja, hier ist ja ein totales Erfolgskonzept. Gerade auch diese Viergang-Kettenschaltung ist schon nochmal anders als in der C-Line, diese Sechsgang-Varianten und alles sowas. Ich bin ja lange Prompten gefahren, dann habe ich jetzt längere Zeit keins mehr gehabt und sowas. Jetzt habe ich gerade wieder eins und es macht schon wahnsinnig viel Spaß. Da haben die Entwickler was echt Gutes gemacht. Beim Prompten, das werdet ihr sehen, gibt es eine riesige Taschenwelt. Also es gibt Taschen, bei uns stehen hier so 2-3 Stück hier direkt drin. Wir haben so unzählige viele Taschen. Also da gibt es ja in der Produktentwicklung eigentlich für jeden was, kann man fast sagen. Genau, also du kriegst zwischen kleinen, mittlere und große Taschen, also die Borrowback, die bis zu 25 Liter fasst. Damit kann man schon kleine Umzüge machen. Also man bekommt einfach auch richtig viel in diese Taschen rein. Wenn man möchte, kann man ja auch den Gepäckträger auch noch dazu haben, wo man dann nochmal eine zusätzliche Transportoption hat. So, und was ist jetzt wichtig für euch zu wissen, wenn ihr aus Berlin und Brandenburg, also aus unserer Region kommt? Erstens, wenn ihr dieses Video seht, vor Ende März, beziehungsweise auch noch vor Anfang Mai, dann trefft ihr uns auf der Kollektiv in Berlin und auf der Velo in Berlin und ihr könnt dort testen. Also wir haben dort einen Promptenstand. Ihr habt alle Möglichkeiten, dort die Bikes zu fahren. Typ M, Typ L, Typ H, S, X, Y, perfekt. Z. Ja, alles, waren alles, noch alle Buchstaben alles, dabei. Alles, was wir schon mal hatten, genau. Alles, was in der Zukunft noch kommt. Und das ist nämlich auch ein ganz entscheidendes Thema. Also Zahlen, Daten, Fakten. Man kann sich kaputt lesen an den Themen. Und da ist auch das Prompten-Netzwerk extrem groß. Ey, anfassen, Probe fahren, erleben. Termin machen hier bei uns könnt ihr natürlich jederzeit. Ja, wir sind immer wieder auf Veranstaltungen unterwegs. Es gibt B2B-Events. Wir haben in Brandenburg dieses Jahr auch wieder das Fahrradfestival in Angermünde. Also sind viel, viel unterwegs. Und wir sind eure Ansprechpartner. Bei uns geht's halt nicht einfach nur darum, ob es nun 200 Gramm leichter ist oder was du vielleicht in der Konfiguration gesehen hast, sondern kannst halt einfach die verschiedenen Modellvarianten ausprobieren. Und hier triffst du auf eine wahnsinnig große Expertise. Ich denke, in Berlin eine der, das ist ganz unabhängig deines Alters, Tom, der gereiftesten Expertise in dem Fall. Und zwar dir als doch so ziemlich längster Promptenverkäufer der Stadt am Markt. Da muss ich aber kurz einhaken, ja, okay, dass unser Team im Ganzen extremst promptenaffin ist. Mit meinem Kollegen Werner, der jetzt ein P-Line fährt und mega happy ist. Du bist mit dabei. Wir haben also, Toni, der ja auch schon Toni seit mit dabei. 15 also, wir Jahren haben fährt. So viele Leute im Team, die diese Marke genießen, dass, egal wenn du ansprichst hier, das funktioniert. Und eben, wir sind auch bereit dazu, oder für uns ist es wichtig, euren Bedarf auch zu ermitteln. Genau. Was ist das richtige Setup für euch? In was für einem Use Case, Einsatzgebiet, wie ihr es haben möchtet? Also wir freuen uns total drauf. Wir haben großen Spaß dabei, das weiterzugeben. Ihr macht einen Termin, ihr kommt bei uns vorbei, ihr ruft an, ihr guckt auf unsere Webseite. Wir haben eigentlich alles, was ihr wissen müsst, da anfassen, erleben. Also es geht um Interaktivität, da sind wir eure Leute vor Ort, so kann man es am besten sagen. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns bei Facebook folgt, kann man machen. Viel wichtiger ist, uns bei YouTube zu abonnieren, um die neuesten Videos zu sehen. Wir werden euch noch ein Falt-Tutorial online stellen. Wir werden noch einige Sachen machen rund um das Bike und rund um alle anderen Bikes. Und in dem Fall von meiner Seite erstmal einen guten Nachmittag. Wie ist es bei dir? Den wünsche ich euch auch. Aber ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Anregungen schicken, welche Themen euch auffallen, die vielleicht so gar nicht behandelt werden im Bezug auf Falträder oder aufs Prompten. Ah, ja. Ja, wir sind immer für Anregungen offen. Guter Hinweis. Danke. Also bis dann. Bis bald. Ciao.